Hey Leute, es geht hier weiter mit One Piece World Saga. Wie ist das die? Steuerung. Schnell. Ja, irgendwie nicht so schnell vor. So, ach ja, wir sollten ja jetzt zu ihr. Oh nein, das Gerede geht hier weiter. Willkommen zurück, Ruffy und Frankie. Du bist also Jean, hm? Du traust dich ja ganz schön was, wenn du uns hilfst, aus dem Gefängnis zu fliehen. Danke für deine Hilfe, Jean. Nun sollte ich besser dafür sorgen, dass Frankie sich die Sunny anschaut. Super, belass es mit mir. Wenn wir noch etwas brauchen, besorge ich es im Handumdrehen. Ja, ja. Ei. Okay, ich bringe sie zur Sunny. Was hast du jetzt vor, Ruffy? Nö, mir geht's gut. Hey, wie, nö, mir geht's gut. Ich will diese Insel weiter erforschen. Okay, Ruffy. Gib mir Bescheid, wenn du irgendetwas brauchst. Ah, es sind nicht so viele Texte, wa? Das ist immer so zum Kotzen. Weil die immer voll übertreiben, die Japaner, mit den Texten. Das ist nicht schön. Wo ist denn das? Ach du Heilige. Ist das richtig da? Es ist. Ich weiß es nicht. Missionen? Das ist anscheinend die. Mit dem roten. Ach du Scheiße, einige. Das sind alles Strohhut-Piraten. Feind Strohhüte, der Rest. Ach so. Ja, wo die nächsten? So. Okay. Ach, hier sind wir. Sieht so un. Sieht gar nicht so aus wie One Piece, ne? Wenn man so bedenkt. Vor die Stadt hier, komische Stadt. Also 1:1 ist es gar nicht nachgebaut. Die Häusertexturen haben sich mehr. Ja, ist immer das gleiche Haus, oder nicht? Hätte man sich mehr Mühe geben sollen, finde ich. So, hier hinten ist es irgendwo. Hier? Alles klar. Das ist eine Frau.
Ach, das ist sie wieder. Hey, es ist Jean. Jean, hast du was überhaupt... Nee, hast du was über sie rausgefunden? Tut mir leid, bisher hatte ich kein Glück. Wie sieht's bei dir aus, Raffi? Hast du eine Vermutung, wo sie sein könnten? Wenn sie zum Beispiel gerne essen, sind sie ja vielleicht in einem Restaurant. Ich bin übrigens ein Mann. Oder wenn sie gerne schlafen, sind sie vielleicht in einem Gasthaus und so weiter. Sanji? Mademoiselle. Es ist mir eine Freude, deine Bekanntschaft zu machen. Wertes Fräulein, ich bin Sanji, dein Ritter der wahren Liebe. Sanji! Waffi, dir geht's sehr gut. Waffi, kennst du den Kerl? Ja, er ist unser Koch. Waffi, woher kennst du diese wunderschöne Dame? Sie hat mich gefunden, nachdem ich vom Himmelsgefängnis ins Meer geplumpst war. Also, du ins Meer geplumpst warst? Boah. Moment mal. Hast du dir einen Mund-zu-Mund-Beatmung gegeben? Ich bin auch vom Himmel geplumpst. Wieso hast du immer... Du den ganzen Spaß. Verdammt, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so neidisch auf einen Teufelsrotnutzer sein würde. Das ist offenbar ein ungünstiger Zeitpunkt, das Fräulein. Erlauben mir, mich erneut vorzustellen. Ich bin Sanji, dein Ritter der wahren Liebe und der Koch der Strohpiraten. Ich bin Jean. Freut mich, dich kennenzulernen, Sanji. Jean, was für ein wunderschöner Name. Sanji! Was machst du hier, Sanji? Oh. Ich habe mich in Smaragdstadt umgesehen. Da ich dachte, Nami und die anderen dort finden zu können, aber ich wurde ständig von Matrosen aufgehalten. Nun, wo ich darüber nachdenke, diese Typen haben etwas hinterlassen, was aussieht wie Marineanweisungen. Aber sie sind wirklich leider chiffriert. Darum habe ich keine Ahnung, was drin steht. Es muss sich um streng geheime Informationen handeln. Schriftiert? Darf ich mal sehen? Du meinst, du kannst das entschlüsseln? Ich bin schließlich die Anführerin der Marinegegner. Ich habe meine Quellen. Du bist unglaublich, Jean. Absolut unglaublich. Haben wir gleiche Behaltung. Streng geheime Informationen. Du meinst so etwas wie eine Schatzkarte? Warte, das ist merkwürdig. Diese Anweisungen sind lückenhaft. Machst du Witze? Da steht Teil 1 von 3. Es muss also noch irgendwo 2 weitere Teile geben. Es ist sehr gut möglich, dass der Rest Informationen über uns oder über Vorhaben der Marine enthält. Wenn sie Informationen über die Vorhaben der Marine enthalten, könnten sie von unschätzbarem Wert sein. Verstanden. Komm schon, Sanji. Gehen wir die anderen 2 Teile suchen. Ich würde alles tun, um Jean zu helfen. Los, teilen wir uns auf und durchsuchen die Smaragdstadt. Seid bitte vorsichtig, ihr beiden. Derzeit leben viele Matrosen in Smaragdstadt. Damit ist es kein Wunder, dass dort so viele Leute waren. Keine Sorge, wir finden sie und sind in 0, nichts wieder zurück. Hey, vielleicht weiß Musubi etwas. Musubi? Das ist die Frau, die hier immer Zutaten auf das Mittagessen ihrer Kinder sammelt. Sie läuft hier oft rum, also hat sie die anderen Teile der Anweisungen vielleicht gesehen. Mittagessen? Glaubst du, dass sie mir auch eines machen würde? Ich glaube, Masubi lebt in der 5. Straße in Smaragdstadt. Du kannst die Straße an dem Zeichen an der Treppe erkennen. Masubis Kinder spielen in der Nähe der 5. Straße, also könnte man sie vielleicht fragen, wo ihr Haus ist. Alles klar, suchen wir Masubi und holen wir uns ein Mittagessen, oh, und die restlichen Anweisungen. Oh, Gottes Willen, Alter, wie viel Text, ey. Ah. Das fuckt einen richtig ab. Ja. Hier ist noch was. Sieht gar nicht aus wie die.
merkwürdige Kinder, die ihr Kopf wackeln. Heftig, gruselig. Karma-Errungenschaft. Ja, ich muss hier mal durch. Ach, lass mich doch in Ruhe, ey. Achso, okay. Ich am Arsch. Tschüssi. Alter. Shit, ich hätte da gehen müssen. Aua! Du Otto. Leck mich doch am Arsch. Er geht wie so behindert. Er läuft so behindert. Im Slalom. Arschloch. Eigentlich hier sein wird, ja? Kann man sich nicht ducken? Nein. Leck mich da. Komm doch her, komm. War nicht kaputt. Ja, komm. Das riecht mir, Bro. So, das riecht sich raus hier.
Zum Gefängnisturm gehen? Wo ist denn das? Hä? Hä? Rubindorf. Hier ist auch nix, nö, hier ist nichts. Dann haben wir eine Schnellreise. Guck mal, kannst du 61 Seiten lesen, komm. Lies mal alles durch, schnell durch. So, machen wir das hier. Ich weiß nicht, was ist. Deswegen. Ich weiß nicht, ob ich das gerade auch aktiviert habe. Was für ein Gefängnisturm und keine Ahnung. Und wo der ist. So. Ah, hier ist er schon. Wer ist das denn? Ich hoffe, Jean geht es wirklich gut. Was ist mit Jean? Ah, schreck mich doch nicht so. Ich dachte, du wärst ein Geist. Das tut mir leid. Mann, bist du ein Freund von Jean? Dann sollst du schnellstens hinter ihr her. Sie hat gehört, dass die Leute wegen des Geistes nicht mehr zum Friedhof gehen. Sie ist losgegangen, um den Geist selbst zu exorzieren. Ein Geist, das gibt's ja nicht. Geist. Das ist ein Bug, oder? Keine Ahnung, das munkelt man jedenfalls. Wenn du neugierig bist, kannst du es dir ja selbst ansehen. Die Identität. Komisch, habe ich jetzt die Quest aktiviert, aber irgendwie. Oder ist es das hier? Das Blaue. Wir sollten dem Roten folgen. Ja. Ah, hier ist eine Treppe. Ich dachte schon, warum hört die Treppe hier auf? Mann, ey, fuck mich nicht ab. Topazmine. So, weil ihr seid. Nice. Und noch höher. Ja, leck mir am Arsch. Kommt ihr alle her? Flieg runter. Du Pisser, ne? Warte ab. Im Nahkampf kannst du nämlich nichts. So. Zwei Kollegen. Drei sogar. Wo ist er? Schwer.
Wir könnten Querfeld eingehen. Plumps. Ja. Glitch, glitch, glitch. Das wär's. Hier in dem Umkreis. Was ist denn das da? Ah, das ist der Friedhof. Shadow des Friedhofs. Yeah, yeah. Müsste eigentlich hier sein, ne? Wo kleiner Friedhof, ne? Dass so viele Leute gestorben sind. Oh, warte, der sieht besonders aus. Maschinen. Ach, sie soll hier sein. Oh, ein Truhe. So. Platinblume. Besser da, oder? Warum ist sie nicht auf dem Friedhof? Kapier ich nicht. Was soll das, Mädchen? Mädchen! Komm schon, Jean, sieh nur. Wie hell es ist. Es gibt keinen Geist da. Das ist nur ein dummes Gerücht. Was machst du da? Ah, ganz ruhig, ich bin es nur. Ich. Waffi? Ich schätze mich doch nicht so. Ich dachte, das war es für mich. Warum ist nicht runtergefallen, Mann? Ich weiß nicht, wie du den Geist loswerden wolltest, wenn du dich zu sehr davor fürchtest. Naja, irgendwo. Jemand musste jetzt ja etwas tun. Außerdem war ich hier schon sehr oft. Was ist mit dir? Was machst du denn? Du hier. Ich bin gekommen, um den Geist zu finden, wenn er nett ist. Bitte ich ihn meiner Kuh beizutreten. Ich verstehe, ich bin jedenfalls froh, dass du hier bist. Hilfst du mir dabei, den Geist zu suchen? Natürlich. Den Gerüchten zufolge lief der Geist über den Teich. Vielleicht ist er noch immer dort. Oh, nächster Anhaltspunkt. Junge, Junge, Junge. Wir sind wie die Polizei, immer irgendwo anders. Und doch nirgendwo. Das ist auch nur eine Kiste. Hallo? Muss man sich perfekt hinstellen. Luxusland, Krokodile. 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 Wie soll ich denn jetzt da rüberkommen? Wenn der zu doof ist zum Schwimmen. Ich glitsche, ich glitsche. La, 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 la. Ich glitsche. Ich
Fliege. Hä? Sag mal. Wie zum Geier kommen wir jetzt da rüber? Wie haben die sich das vorgestellt? Wie soll man denn da rüberkommen? Sind die bescheuert? Ach du heilige Scheiße. Kann man sich da irgendwie porten? Irgendwie. Irgendwann klappt es. Ey, wie willst du denn jetzt da rüberkommen? Ist das dein Ernst? Jetzt bin ich drauf. Ich muss irgendwie rumkommen. Ein Boot. Ah, endlich bin ich auf der anderen Seite. Jetzt mach ich euch platt. Ihr Drecksäcke. Wenn ich rüberkomme. Was gibt es? Gold! Das war doch kein Gas. Das ist ja blöd. Willst du mich nicht dafür entschuldigen, dass du mich erschreckt hast? Wenn du mir den Geister sehen willst, mache ich dich jetzt gleich zu einem. Bester Spruch. Dein Ernst, wie müssen wir rüber? Weißt du was? Ich kürze die Scheiße mal ab. Ich keinen Bock wieder ab. Irgendwie einen Weg dahin zu bahnen. Da ist sie. Meine Mama. So. War es ein Geist? Nö, nur Piraten. Mann, was für eine Enttäuschung. Oh, dann war es letztendlich also doch kein Geist. So ein Glück. Aber wie haben es gewöhnliche Piraten geschafft? Über das Wasser zu laufen, das ist ja echt unglaublich. Ja, das war ja auch Bug, wie man gerade hörte. Habe ich
hinter mir gerade eine Stimme gehört.